Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Ah, pass auf, Ebro, der will dich töten. Ah. Der gemacht hat, ist auf seinen Bauch geworfen? Das kann sein, ich hab's nicht richtig gesehen. Leute, Alter. Wir befinden uns im Muskelsimulator, aber den haben wir ja so ähnlich schon mal gespielt, aber der ist viel geiler. So, und ich habe hier meinen persönlichen Bodyguard, den Blitz 156, der läuft mir daher und beschützt mich. Leute, wir haben hier nicht nur einmal die Hantel, mit der wir unsere Muskeln trainieren können, beziehungsweise, ah doch, genau, 22 haben wir da jetzt bekommen, Leute, nochmal 20. Das war's aber noch lange nicht, Leute. Wir können auch rebirthen mit 10.000 Stärke, ne? Da kriegt man hier verschiedene Belohnungen. Ich wurde gekillt. Mann, darüber kann man neue Gebiete freischalten, neue Gyms. Ja, es gibt aber zusätzlich zu den neuen Gyms gibt es aber außerdem auch so spezielle Gegenstände. Es gab hier so einen Stein, warte, lass mich den mal, und zwar man 10, okay, wenn man Durability hat. Durability ist ja... Warte, wir müssen nach Stats gucken. Was haben wir für Durability? Ah, das kann man dann wahrscheinlich auf dem Laufband trainieren. Und wenn du genug Durability hast, dann bist du nicht nur schneller, dann kannst du auch diesen Stein benutzen. Und ich denke mal, der gibt da nochmal einen Stärkeboost oder so. Okay, wir machen das mal ein bisschen Speed. Es gibt aber zusätzlich auch, wartet mal, genau, es gibt Haustiere auch. Ja, wir haben nämlich einen schon, den Voltaic Falcon. Ey, stehen so Eier rum, da kannst du die kaufen. Ich habe aber schon eins. Für Stärke? Ja, der gibt jetzt zum Beispiel plus 6 Stärke pro Schlag und 400 Damage mehr. Und der hat ein Level, der kann zusätzlich aufsteigen. So, dann gibt es hier natürlich jedes Mal so ein Fight aller paar Minuten, wo ich nochmal einen Bonus holen kann. Auren kann man sich auch holen. Ja, man kann sich bessere Moves holen. Da kannst du schon hin. Mit 0? Ja, 0 bis 1000 stand da. 0 bis 1000? Ach, das ist so eine Babyinsel. Davon habe ich gelesen. Ja, du kannst da auf so ein Laufband jetzt auch schon drauf. Ich bin auf dem Laufband gerade. Wie viel brauche ich denn hier? 20. Was war das mit dem Stein? 10, ne? Der Stein war 10. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, es war 10. Okay. Ich kriege gerade auf Agilität leider keinen Boost. Nee, aber Agilität ist doch Durip. Doch, Agilität war das Richtige, oder? Oder habe ich mir das falsch gemerkt? Ich habe schon wieder... Karma gibt's auch, sehe ich gerade. Okay, wenn wir jetzt 20 hätten, dann könnten wir das nächste Laufband freischalten. Auf 20 machen wir aber gar nicht. Wir machen auf 10 und gehen da mal zu dem Stein und schauen, was das mit den Steinen... Oh, den Gruppenreward! Ah, hier ist ein Crystal. Den Gruppenreward können wir auch noch abholen, das machen wir auch gleich. Und was kann man hier kaufen? Ah, hier kann man Haustiere kaufen. Okay, es gibt aber anscheinend auch noch Crystals, wo man Auren kaufen kann. Gruppenreward. Collect in 5 Stunden? Oh, verdammt, ich hab den schon eingesammelt, hab ich gar nicht gemerkt. Oh Mann. Hab ich gar nicht gemerkt, ey. Oh, hier. 10 plus Durability. Bitte nicht killen, will ich killen. Okay, Punching Rock. Ach, wir brauchen 10 Durability. Okay, das ist anscheinend was anderes. Wir haben Agilität und Durability ist was anderes. Ja. Wie trainiert man denn Durability? Du kannst Durability mit den, oh Gott, wie heißt es, mit diesen Gewichten trainieren. Ah. Da, wo du dich mit dem Rücken drauflegst und dann diese Gewichte hebst. Ah, das ist ein Langhantel, eine Hantelbank. Ah, moin Ebro. Mhm. Hallo. Ah, dann kann man das trainieren. Genau. Oh, Ebro, wo? Hörst du, wie ich schreie? Ja, Mann. Okay, das gibt's ja auch sowas wie einen Stein. Hier gibt's keinen. Nee, habe ich nicht gesehen. Oh, guck mal, da steht einer vor dir und trainiert auch. Na, Testgamer 2. Okay, das heißt, wir machen bis 10. Hey, okay, das ist ja voll schnell, ne? Ich habe 8. Wo steht das denn am Ende? Wie viele du hast? Bei Stats. So, ich habe 10, glaube ich. So, 10. Jetzt probieren wir es mal aus. Ich habe 30 schon. Können wir ein bisschen trainieren. Okay, jetzt punchen wir mal den Stein. Ich glaube nämlich, das gibt nämlich ziemlich viel. Wir testen mal. Das solltest du doch hoffentlich mal. Ja, es gibt aber wahrscheinlich dann auch Durability und keine Stärke. Ich brauche aber eigentlich Stärke. Alter, ja, es gibt auch Durability, ja. Und Pet XP. Wie viel hat mein Pet jetzt schon? 94 von 1000? Das ist eindeutig zu wenig. Das bringt mir gar nichts. Okay. Ja, wir müssen Stärke trainieren, Leute. Stärke ist das Ding, ey. Aber wie schaltet man neue Moves frei? Das weiß ich nicht. Vielleicht auf anderen Inseln? Gibt es da vielleicht irgendwas? Oder mit der Zeit? Na, wahrscheinlich. Ja, mit der Zeit, glaube ich. Wenn man einfach... Ja. Hey, wow! Oh, was ist mit seiner Brille, Alter? Hast du ihn gesehen hier? Da am Spawn? Ja, Moham Dikai 2 oder so heißt er.
Siehst du den, der Große? Nee, oh, was ist mit seiner Brille? Ja. Alter. Keine Ahnung, wie er so aussieht. Wir sind schon ganz schön proper. Okay, 10.000 brauchen wir. Wir haben keinen neuen Move. Lifting-Aura unleashed. Alter. Ich habe eine Lifting-Aura. Ey, das ist krass. You have no auras. Ja, aber ich habe doch eine hier. Ich habe da die Lifting-Aura. Kriege ich jetzt mehr? Ist auch schon temporär. Ja, temporär, das kann sein. Dass die noch irgendwie... Du hast sie auch jetzt, ne? Ja. Was bringt die mir? Wenn du am Stück trainierst, dann weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Kriegt man einen Boost? Warte, wir haben doch, wir können uns doch noch ein Tier kaufen. Wir haben doch 1000 Crystals, oder? Ich hatte doch davor gelesen. Oh mein Gott, Alter. Was macht er denn? Umgekippt hinter dir. Was macht er denn vor mir? Guck dir das mal an. So, da war das Ei. Da müssen wir hin. Aus dem Weg! Oh, der hat eine grüne Aura. Ja, das heißt, je länger man am Stück trainiert, aber man kann ja hier auch welche ausrüsten. Ja, die geben dir bestimmt irgendeinen Boost dann, aber... Ja, wahrscheinlich. Hm. So, jetzt will ich aber hier ein geiles Haustier. Komm, den grün. Den Dark Vampy. Den dunklen Vampir! Ja, yeah, oh, ich hab ihn wirklich bekommen. Alter. Man muss nur dran glauben, Alter. Dann kriegt er einen Klapp. So, wir haben jetzt noch ein Haustier. Was hat der? Oh, der gibt nur Durability Plus. Der gibt nicht mal Stärke, Alter. Oh. Der bringt mir nix, ey. Schade. Egal, wir machen weiter. Boah, aber 10.000 ist ganz schön viel, ne? Man kriegt auf jeden Fall mehr... Oh, Blitz möchte traden. Blitz, was schenkst du mir, Blitz? Hat der irgendwelche guten Tiere? Au, oh, ich will eine Aura haben. Ah, nee, Blitz ist auch neu, glaube ich, im Spiel. Der da war ein Level 9er, Alter. Der sieht schon interessant aus. Ich würde lieber eine Aura haben. Aber wann kriegt man die? Man muss Crystals open, um welche zu bekommen. Ja. Nee, die kannst du behalten, Blitz. Aber danke, trotzdem nett von dir. So, okay, man kriegt auf jeden Fall mehr, wenn du an den Geräten trainierst, Evo. Ach so, okay. Aber bei welchem kriegt man Stärke? Ich glaube, bei allen. Blitz möchte wieder traden. Nein, Blitz, ich habe es genug. Ich brauche lieber eine Aura, Alter. Ich muss auch mal jemand eine Aura traden. Weil die sind, glaube ich, auch... New ja, Move! Bist du riesig. Ich habe Push-Ups. Okay, wir haben jetzt Push-Ups. Okay, passt auf. Der gibt mir hier 42. Wir machen jetzt Push-Ups. Wie viel gibt ein Push-Up? Muss ja jetzt mehr geben, oder? 30 nur? Und wenn ich jetzt hier eine noch größere nehme, bringt mir das dann mehr? Oh, ich will nicht getötet werden. 42, nee, das ist normal viel. Okay, na, dann machen wir jetzt hier mal ganz schnell. Let's go. Dark Vampy hat Level 2. Oh, sorry, ich hab dir reingeholt. Ist plus 33 Damage viel? Ach, Damage. Ja. Ja, Damage bringt ja nur, als wenn du Leute killst. Stärke ist halt wichtig, oh, ne? Oh, wow. Ich dachte schon, plus 33 Stärke, ich würde schon kurz ausrasten. Okay, wir haben 2,5, ein Viertel Hammer. Aber es geht natürlich Lifting Aura. Ich glaube, dann kriegt man so einen ganz kleinen Boost bei der Lifting Aura tatsächlich. Ja. Oder? I don't know. Das geht schneller? Mhm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir hier recht gut vorankommen. 2,7,7. Und sobald unser eines Haustier im Level steigt, wäre es natürlich auch geil. Hier. Oh, das haben wir gleich. Gleich haben wir 1000. Noch einmal XP jetzt. Jawohl! Voltaic Falcon ist im Level aufgestiegen, Level 2. Jetzt gibt er plus 10. Stärke. Okay. Das ist schon ein heftiger Boost. Ja. Aber kann das stimmen, Leute? Wartet mal. Ja, ich würde ja ohne diese Haustiere voll wenig Stärke kriegen, ey. Weil die geben ja 12 und 10. Die geben 22. Das heißt, die Hälfte meiner Stärke ist nur durch die Haustiere. Bei 5000 habe ich doch bestimmt das nächste freigeschaltet. Ja, locker. Ja, locker. Oh, beide haben Level Up bekommen. Nice. Das heißt, wir kriegen jetzt noch mehr. Wie viel kriegen wir jetzt? 30 kriegen wir jetzt. Oh, okay. Das ist schon ein fetter Boost, ne? Oh, ich muss mich eigentlich mal schneller machen, Leute. Ich bin so lahm, Alter. Ich brauche 100 Jahre, um zu den Dingern zu laufen. Ach, da kann ich gar nicht hin. Da brauche ich 600 Agilität. Ich kann das gar nicht trainieren. Ich müsste... Oh, das ist eigentlich echt ein Fehler, weil guck mal, jetzt bin ich ja voll groß und jetzt kann ich ja diese kleinen Laufbänder gar nicht mehr benutzen. Aber die großen darf ich auch nicht benutzen. Weil ich zu wenig Agilität habe. Oh nein. Das heißt, wir bleiben jetzt zu langsam. Nee, wir machen uns keine Ausziehen. So. Wir müssen gucken, was brauche ich um diese Steine hier? Die kann man so schmeißen. Das habe ich vorhin gesehen. Wie viel? Oh, 15.000. Die sind heftig, Alter. Alter. Okay, wie brauche. Oh, hier ist auch nochmal eine Reward-Chest. Wo hast du die schon gesehen? Nee. So tägliches Reward-Ding? Ich weiß nicht, ich laufe mal drüber. Ich weiß nicht, was passiert. Wüsste oh ja, 1000 Reward daily. Hier hin. Boah, ich bin so langsam. Oh. Oh, 7,5 brauchen wir für den. Alter. Guck mal das an. Yo, was ist mit dir los?
64, ah, die sind gut. Okay, bei, was war es jetzt, bei 7,5 müssen, brauchen wir dann, benutzen wir dann den nächsten. Und in der Zwischenzeit werden uns Raustiere immer höher am Level, nice. Ich brauche 2,5000. Ach so, um da du kommst hier gar nicht rein. Ja. Ey, ganz ehrlich, ich muss jetzt bis 10.000 durchackern, weil ich bin so lahm, Alter. Ich habe gar keinen Bock hier mehr rumzulaufen. Ich rebirf dann einfach und Lifting Aura. Oh, ich denke mal, diese Auren kannst du kaufen in den anderen Gebieten. Ja. Ey, wir haben halt noch kein Gebiet gesehen, ne? Nur das hier. Ey, okay, ja. Das ist Tiny Ding, aber zähle ich jetzt mal nicht. Wir haben einen neuen Move. 10.000, Alter, Evo. Alter, ich hänge hier bei 1500. Ich habe jetzt auch diesen Body Slam. Oh, das ist cool. Und einen Stampfer. Boom. Okay, okay, der sieht irgendwie unspektakulär aus, aber guck mal hier. Evo, guck mal. Oh mein Gott, Alter. Was habe ich gemacht? Ich bin out of map, aber so richtig heftig weit, Alter. Ich sehe die Insel nicht mal mehr. Oh nein, Leute, was ist passiert? Ich rette mich, indem ich rebirfe. Bam, easy. Alter. Oh mein Gott, heftig. Ach, das? Beim nächsten braucht man mehr, 15.000. Oh Gott, ich hänge hier. Oh! Hä? Sehe ich gar nicht mehr. Genau, ich bin gerade durch die Welt. Hast du deine Pets noch? Ja, ja, die habe ich noch. Achso, dann ist ja gut. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Hallo? Ah ja, moin. Hallo! Okay, let's go. Hi, Bro. Hallo! Ich pumpe. Oh, Voltaic Falcon Level 3. Nice. Ja, ja, ich pumpe auch, Ebro. So, ich kann ja jetzt eine neue Dimension. Das war ein Frost, das war dort. Ne? Okay, wir wollen ein neues Haustier, wir wollen diese Auren und wir wollen auschecken, was es für krasse Geräte da gibt. Diese drei Sachen ist der Plan jetzt, ne? Ja. So, wir gehen hier vorbei. Ciao, Ebro. Tschüss in der Noob-Welt. Oh, wartet mal. Okay, okay, passt auf. Es gibt die Legend-Maschine. Okay. Es gibt stärkere Steine, es gibt eine Kiste, es gibt einen Rebirth-Store, es gibt neue Kristalle. Was sind Kristalle? Ach ja, das sind die zum, für Haustiere und so. Und larger und größere Laufbänder. Okay. Ach so, verdammt, das war die falsche Nummer. So eine Boss. Falsch geguckt, Evo. Da brauche ich 30. Hä, hey, welche waren jetzt die mit 1, Alter? Ich dachte, Alter. Frost. Ah, das ist Frost. Oh, nee, jetzt muss ich nochmal über den ganzen Platz laufen mit Tempo 1, ey. Oh, Mann. Evo, trag mich. Oh ja, warte. Du bist ganz schön zugenommen, als ich bis jetzt letztes Mal gesehen habe. Warte mal. Ich wiege 113 Kilo. Ich wiege 14. Ich wiege einfach 14 Kilo. Oh, ganz schön schlanker Typ, ey. Oh, guck, wir sind gleich schnell. Ja, du auch nie. Bist nie auf dem Laufband gewesen, Ivo. Ich war ganz kurz. Bist ein richtiger Disco-Pumper. Okay, ja, ein Rebirth. Okay, was gibt's hier? Ja, da gibt's genau die gleiche. Ah, neue Auras! Dann gibt's endlich mal Aura. Let's go, Alter. Okay. Okay, erstmal die Kiste, Leute. Step by step. Erstmal die Kiste. Oh, das sieht cool hier aus, Evo. Oh, ich will da auch gern rein. Das dauert aber noch, wie viel hast du? 1700 erst. Ja. Okay, 1000 Tokens oder wie diese Dinger heißen, haben wir gekriegt. Ja. Okay. Da ist ein Crystal. Frozen Rock requires 150.000 Durability. Alter. Boah, wenn du dem. Na, die Sache ist, das verliert man auch nicht komplett. Du verlierst. Ach nee, Agilität behält man die Hälfte. Na gut, da hatte ich eh nicht trainiert. Bringt mir nicht viel. Ja, okay, na gut. Okay, Frost, das ist ein Crystal. Ach, ich glaube, mit neuer Auras meinen sie, dass du einfach das Auto. Doch, es gibt hier die Advanced Aura. Okay, gibt es zwei Auren. Alter, was bringen die? Das steht nicht da, das weiß ich da nicht, Evo. Oh, schade. 20% und 50%. Ich habe eine 35%ige Chance, eine Aura zu bekommen. Und ich habe eine bekommen, Elektra. Alter. Und sogar die. Ah, das war die schlechtere, verdammt. Aber wir checken aus, was die gibt. Ich hoffe, es gut ist. Oh, die gibt plus 2 Agilität. Das ist ja übelst kacke. Das bringt mir ja gar nichts. Purple Nova Aura. Hey, das sieht voll krass an. Was bringt's? Ey, das ist irgendeine, die steht nicht mehr auf der Liste, oder? Stärke plus 2, wichtig. Und die kann man auch leveln. Alter. Und die kann ich jetzt wiederum verkaufen. Nice, verkaufen wir das. So, schön. Plus 2. Und die können wir leveln. Aber der Blue Phoenix. Ich hätte gerne noch den Blue Phoenix. Der ist, glaube ich, auch Purple Dragon Rare. Okay, ist die blau, die wir da gerade bekommen haben? Nee, die ist grün. Nee, die ist, glaube ich, nur grün, weil wir sie ausgerüstet haben, oder? Unequip. Nee, die ist grün. Hä, ich verstehe ja gar nicht. Die steht gar nicht da drauf. Weil, wie es guckt, es gibt hier diese Grüne. Die hatten wir. Was weiß ich, ist auch egal. Plus 3 Durability. Kann ich den equippen? Nee, den können wir nicht equippen. Den brauchen wir. Ja, man kann auch evolven, ne?
Das heißt, wenn du 5 Haustiere hast, dann kannst du... Oh, die sind heftig, ne? Das ist dann richtig heftig, glaube ich. Oh ja. Orange Pegasus bringt mir auch nichts. Okay, ein bisschen Speed. Ist vom Prinzip her ja auch nicht verkehrt, oder? Hm. Ich will jetzt halt auch nicht meine ganzen Tokens hier ausgeben, aber... Ja, ich habe 250. Ich kaufe einmal noch. Dann ist Ende. Rare Dark Electro. Okay, wir checken, was das jetzt hier alles bekommen. Das hört sich alles so krass an. Ja, Mann. Ja, ganz ehrlich, der gibt zwar 12 Durability, aber der gibt dafür Agilität, also ein bisschen Speed. Das heißt, wir rüsten den eben aus. Den verkaufen wir. Jetzt gehen wir zu den Auren. Okay. Ja, die sind alle, nee, die bringen mir alle nichts. Die sind alle nicht gut. Verkaufen wir alles. Ich glaube, ich habe echt die mega seltene bekommen damit Stärke. Okay, gut, wir sind soweit. Wir müssen nur herausfinden, welches Gerät wir jetzt hier benutzen können. Das auf jeden Fall nicht. Ah doch, 5000 Stärke, alles klar. Okay, das heißt, wir müssen hier beginnen und jetzt hier dann hocharbeiten. Easy, gar kein Problem. 23.000 Stärke. What's? Oh, ich habe 10 mal so viel wie du. Leute, die Sache ist so, also ich könnte ja schon längst rebirthen, ne? Das gibt halt 5% mehr Stärke. Aber ganz ehrlich, das bringt's gar nicht, weil allein ein Level-Up von meiner Aura oder von meinen Haustieren bringt mir ja schon mehr. Und wenn es jetzt eine Dimension für 3 Rebirths gegeben hätte, okay, da hätte ich ja noch gesagt, okay, 3, let's go. Aber die nächste kostet einfach 5. Ja, die ist so teuer. 5 ist hätte, das dauert übel lang, bis wir 5. Das heißt, wir müssten ja noch 4-mal rebirthen. Nee. Ja. Problem ist jetzt an der Sache, ich bin jetzt mit diesem Gerät an der. Also, es geht jetzt nicht mehr größer. Oh. Also das ist das... Warte mal. Alter, bin ich... Überall meine Stats. Ich wiege 1600 Kilo, bin 81 Meter groß und Alter. Bin langsam wie Sau, ey. Ja, ne? Bin ich langsam, ey. Warte, du weißt ja gar nicht, wie ich aussehe. Hey, kann ja, jetzt überhaupt nur das Portal gehen? Agility ist Speed, oder? Ja, also Agility ist Speed. Ja. Und Durabilities hab ich 10. Ich hab 349. Hä, wie hast du sie so geboostet? Ich pumpe auf dem Boden, also ich mach Liegestütze, dadurch kriege ich das. Ich weiß nicht, ob das an meinem Pad liegt oder an der Übung. Ah ja, es liegt am Pad. Alter! Hey, ich kann nicht weiter rauszoomen, ich würde es mir voll gerne angucken. Oh, Alter, Ben. Ich gebe dir Schatten von der Sonne. Oh, danke schön. Ja. Jetzt ist mir kalt. Ich will die Sonne. Guck mal. Hä? Was ist ein Handstand? Sieht aus wie so ein Fisch an Land. Wie hast du mich genannt? Hast du mich etwa Fisch genannt? Alter. GG. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Lass auf jeden Fall eine positive Bewertung da für mehr Simulatoren. Vergiss nicht, den Kanal auch kostenlos zu abonnieren. Und da kannst du jetzt einfach auf das Video klicken, um direkt zur nächsten Episode zu kommen. Bis dann, euer Benson. Haut rein. Tschüss.